Wunderschönen guten Morgen hier aus Most, Sonntag. Ja, heute ist Qualifying Rennen 2 und da liegt es heute an mir, den Apparat mal etwas weiter nach vorne zu platzieren. Katapultieren. Ja. Ich will da eigentlich gar nicht viel dumm Zeug labern, sondern fahren und dann nachher werde ich euch berichten, ob mir das gelungen ist oder nicht. Ich bin momentan ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, also der Abstand zu dem schnellsten Porsche ist einfach zu groß und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich glaube, auf meiner Inboard hat man ganz gut gesehen, dass ich doch ein bisschen mit der Hinterachse am Kämpfen war. Das hat mit Sicherheit nicht geholfen, aber irgendwie schaffe ich es nicht, warum auch immer, den neuen Reifen so zu nutzen, dass dann auf einmal so eine Peak-Performance da rauskommt. Wie gesagt, im Rennen ist der Speed da und ist auch gut gegenüber den anderen Porsche, aber halt im Qualifying nicht. Ich weiß nicht, was ich tun muss, um das besser hinzukriegen. Ich lerne dann jetzt das Auto noch mal ein bisschen, weil doch, wie gesagt, da relativ viel übersteuern war, aber irgendwas ist da im Busch, weil man hat ja gesehen, in Oschersleben beim Testen und so waren wir Zweiter mit Abstand schnellster Porsche. Wenn wir auf der Nordschleife fahren, sind wir auch bei der Musik. Da stand man sogar zwischen den Mantai-Autos und dann hier auf einmal geht's nicht. Ja, ich bin da echt ein bisschen ratlos. Da kommt natürlich auch dann dazu, dass er nicht so richtig weiß und dann machst du dir Gedanken und dann denkst du wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel darüber nach, was du jetzt machst und dann geht's sowieso in die Hose. Aber alles in allem haben da ein, zwei Ideen, die wir für Red Bull Ring oder bis zum Red Bull Ring machen wollen. Wir werden auch am Red Bull Ring donnerstags testen, dass wir sagen, okay, wir nutzen den ganzen Donnerstag als Testtag wieder, um halt verschiedene Sachen auszuprobieren und da müssen wir halt schauen. Aber momentan ist schwierig. Jetzt müssen wir gucken, dass ich nachher erste Ecke einen guten Start mache und natürlich auch gut durch die erste Ecke komme. Da hat man ja gestern im Rennen gesehen, das kann auch schon mal ganz schnell krachen, ohne dass du dafür schuldig bist oder Schuld dran hast. Und dann müssen wir halt schauen. Klar ist die Stimmung ein bisschen down und so und tut mir auch für unsere Jungs leid, weil die arbeiten sich da die Finger blutig und wir stehen da wieder auf Platz Elend. Aber das hilft alles nichts, müssen wir abhaken, weitermachen, weiter. Denn Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut. Und das ist hier nun mal die härteste Meisterschaft in Europa, was den GT3-Sport angeht. Das ist alles sau eng. Weißt du, wie bist du? 3/10 fehlen dir und das sind 10, 11 Positionen. Das ist halt nun mal ein echt scheißhartes Brot. Aber das ist alles keine Ausrede oder keine Entschuldigung. Das ist nur ein Erklärungsversuch, aber eine richtig definitive Erklärung kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht geben, weil wir es selber nicht verstehen. Also von daher ist das etwas schwierig. Jetzt gehe ich nochmal zum Ricky, guck mir meine Runde an, wie das aussah.
so kameratechnisch. Und dann glaube ich, gehe ich heute essen, dann geht das schon bald los. Mhm. Dann sehen wir uns auf dem Grid. Ja, da komme ich mal vorbei. Ja, das ist gut. Es kann nur eine Richtung gehen, und zwar diese Richtung. Wir haben jetzt die Daten geschaut vom Qualifying. Und da muss ich leider sagen, das geht schon zum sehr, sehr großen Teil auf meine Kappe. Ich habe mir da einen Scheiß zusammengefahren. Kommt schon mal vor. Deswegen diese Richtung ganz weit. Also wenn der Rennspeed so ist wie gestern im Rennen, dann ist okay. Ist natürlich schwer zu überholen, aber gucken mal. Schwierigste wird sein, die erste Ecke zu überleben und dann schauen wir mal, wo wir enden. Einen wunderschönen guten Tag. Machine! Maxi Mata, einer der schönsten Rennfahrer der Welt. Ja, ja. Ja, look, I'm here. Ja. Ich trinke jetzt noch ein stilles Wasser, guck mir an, was mein Schatzi-Bärchen da so treibt und dann gucken wir mal. Guck mir zu genau hin, nicht, dass du dir den gleichen Scheiß zusammenfährst. Ich bin gespannt. Es ist später schon krass, mehr. Wenn du dir so ein paar Namen anguckst, wie hier so Maxim Matar und so, die hier um uns rumstehen. Das fühlt sich zwar trotzdem noch scheiße an, aber dann auch nicht mehr so schrecklich. Ja, das habe ich ja gestern schon gesagt, ne? Gestern, wer stand da vor uns? Stippi, glaube ich, ne? Und ja, hier sind ein paar Jungs dabei, die sind schon schnell. Die können schon ins Volant greifen. Ja. Oder auch unsere Freunde von Car Collection, die waren ja gestern auch auf P5 oder so. Guck doch mal ein bisschen grimmig. Ach, machst ja schon. Danke. Ja, das sind die Jungs, die damals das erste Elton-Auto eingesetzt haben beim 24-Stunden-Rennen, was Jean-Pierre designt hat. Da bin ich bei den Kollegen gefahren. Lucky macht sich fertig. Wir torkeln in die Box zurück und gucken uns da den Start an. Drücken die Daumen. Ich bin geil. Ich muss nach Hause.
glaube, das war heute ein ereignisreiches Rennen. Fangen wir doch mal mit deinem Qualifying an. Mein Qualifying war für den Arsch. Also nachdem wir das Problem identifiziert und analysiert, haben wir das... Problem erkannt, Problem gebannt. Haben wir das im Rennen eliminiert. Ja, Qualifying heute Morgen, ich weiß auch nicht, was da los war, was ich da mir fabriziert habe. Auf jeden Fall war das für den Arsch. Dann Start, war ganz gut. Und dann war ja relativ schnell Safety Car. Und dann hat mein alter Freund und Weggefährte, den er ja schon auf dem Grid gesehen hat, Maxime Matar, etwas geschlafen beim Restart. Und da war vorne der Zug weg. Aber ich habe dann schön mit dem gekämpft und hin und her. Und dann hat irgendeiner den Brenauer Porsche abgeschossen. Und dann war rot. Und nach der roten Flagge haben wir uns dann entschieden, doch frühzeitig an die Box zu kommen, damit der Erich den Hahn aufdrehen kann. Das hat auch gut funktioniert. Er ist heute wirklich gut gefahren. Ich schimpfe ja immer mit ihm, aber heute muss ich ihn mal loben. Und am allerlobenswerten war, dass er sich behauptet hat. Nicht so, wie er das sonst schon mal gerne macht. Freunde, ihr wollt vorbeifahren? Kein Problem, komm! Du Arsch! Also das war gut und dann sind wir am Ende, ich weiß gar nicht, 18. geworden oder so. Ist natürlich jetzt nicht so gut, aber ähnlich wie in Oschersleben ist das Ergebnis heute Sonntag deutlich besser als vor einem Jahr Sonntag. Ich muss halt das nur hinkriegen, im Qualifying das Ding so zu bewegen, wie der Porsche das halt nun mal braucht. Ich kann mich da nur anschließen. Wir haben eine Idee, die haben wir jetzt so in Teilen umgesetzt heute. Das hat ganz gut funktioniert. Da müssen wir jetzt drauf aufbauen. Wir müssen den Testtag am Red Bull Ring nutzen, uns gut vorbereiten. Hoffen, dass es knallt. Also, ja, performancemäßig. Ja. Das sind halt immer ganz viele Kleinigkeiten. Das ist auch immer sehr, sehr schwierig und kompliziert zu erklären. Genau warum, wieso, weshalb im Detail dann. Und wenn dir da halt ein paar Zehntelchen fehlen, dann sind das schon mal schnell 10, 11, 12, 13, 14 Positionen. Ja. Und wenn man halt immer von 26, 27 oder so losfährt, dann ist es extrem schwer nach vorne zu kommen. Ich glaube, wenn man mal so, ich sag mal 12, 10, 12, 15 da starten, dann hast du natürlich auch den Zug vorne und da hängst du dich einfach dran und dann schwimmst du so mit. Was heute viel besser war als gestern im Rennen, man konnte wenigstens attackieren. Du bist nicht nur mitgefahren, sondern dann angegriffen, hab dann den Maxim auch außenrum überholt in der vorletzten Kurve, hab mir dann aber wieder ein bisschen Pickup drauf gefahren, weil außenrum ist halt nun mal Pickup und dadurch ist dann der eine Audi noch durchgeschlüpft. Ja. Man muss es probieren, ne? Ja, das war wirklich gut. Ich konnte auch fighten. Ich habe schön mit dem Daniel Kalwitz die ganze Zeit gekämpft. Da war mal kurz vorbei, aber dann habe ich ihn mir wieder geholt. Das hat richtig Spaß gemacht und war echt gut. Und dann am Ende sind wir noch auf einem langsamen Audi aufgelaufen, der noch den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Aber da war hier vorne, hier genau hier in der Ecke, war alles Dreck und dann wollte ich da außen noch einen Versuch starten. Und dabei wäre ich dann fast abgegangen. Deswegen habe ich das da mal kurzfristig abgebrochen. Unser Rennen war eigentlich fair, ne? So auch die Fights und so, die waren alle okay. Klar, da hat man hier und da eine kleine Berührung, aber das ist normal. Ja, aber das ist ja keine Berührung, das ist so ein bisschen ja. Scrubbing and Rubbing, Son. Ja, so ein bisschen so ja. Kuscheln. Ja. Also wenn du da so manche andere kontaktfreudigen Leute beobachtest, ja, das ist schon ein bisschen grenzwertig. Ja, Freunde. Normalerweise hat der Dicke ja immer Hunger, aber heute habe ich Hunger. Ich muss jetzt was essen. Das wird schwierig. Weil sonst ist nämlich ganz kurz vor ungeschmeidig. Ja. Hoch zwei. Hangry ist er. Ja. Wenn er hangry ist, dann wird ganz, anders. Wenn Lukas Hunger hat, ist okay, das geht noch. Und dann irgendwann wird er hangry und dann ist... Apropos hangry, wie hast du das denn eigentlich empfunden, als sich meine sanfte Stimme über den Funk erreicht hat? Ja, das war... hab mich erst ein bisschen erschrocken. Vor allen Dingen habe ich mir gedacht, warum redet der Idiot Englisch mit mir? und dann ist mir eingefallen, ach ja, der Ricky musste ja schon los durch die Verspätung, rote Flagge und so weiter. Und war nett. War schön. Sehr schön. Hast mich auch gelobt am Funk, fand ich auch gut.
aber erst als wir fertig waren. Und ja, dann ist ja bei dir immer ein ganz, ganz schmaler Grat. Ne? Ja, am besten reden ist auch mit Inbox und so. Sag mir das, wenn ich hier kurz vor der Einfahrt bin. Ja. Reicht. Ja. Und eben hast du noch gesagt, sollte ich einfach einmal die Woche anrufen und komplett genau, durchschneiden. Prophylaktisch einfach mal zusammenscheißen, weil gestern habe ich mir einen Anschiss abgeholt vom Herrn Lur. Also, ja doch. Aber also jetzt nicht irgendwie gemein oder so, sondern freundschaftlichen Anschiss. Und siehe da, heute funktioniert das. Ja, deswegen habe ich eben gesagt, ruf mich doch einmal die Woche an, ganz prophylaktisch, einmal die Woche durchbeleidigen. Weißt du, jetzt stelle ich mir dann so vor, morgens 8.30 Uhr, hey Lukas, alles klar? Du dummes Arschloch! Okay, alles gut bei dir? Upsi. So in der Richtung. Ja, probieren wir das mal. Ja. Aber 8.30 Uhr ist schon spät. Für dich ist das ja früh. Ja, ich bin schon im Alter, ich glaube, ich habe senile Bett gemacht. Ich war ja, heute Morgen schon um 5 Uhr, ey. Um 5 Uhr heute Morgen schon mal. Ja, ja gut, ich meine, du bist natürlich nicht mehr der Jüngste. Ne? Ich glaube, du bist sogar der Älteste im Team, ne? Ja. Dafür bin ich nicht der Kleinste, Edgy Bitchy. Hahaha, Mattis. Oh, ich bin nicht der Dickste. Ich auch nicht. Ich war gerade eine Mücke hier, weißt du, musste ich mal die Mücke abschütteln. Warte, die sitzt auf deiner Nase, ich mach die mal eben platt. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir fahren jetzt weg. Wohin? Termine. Wir fahren nämlich von hier aus direkt zum Termin und gucken mal, was da so geht. Da wird was Gutes für euch bei rumkommen. Auch für uns, aber auch für euch. Hustling 24/7 und so, immer eine Schippe, verstehst du? Tschüss, Chris. Tschüss.